So, dann mal gleich hier richtig mächtig weiter. Nach dem Fail der letzten Runde starten wir in einer frisch generierten Welt. Das wollte ich eigentlich beim ersten Mal schon sagen, aber hab's irgendwie vergessen. Also, wir machen das jetzt so hardcore-mäßig. Wenn ich sterbe, wird die Welt weggeworfen, egal wie weit wir sind, und fangen wir bei Null an. Aber wir inkrementieren die Zahlen trotzdem kontinuierlich, Freunde. Weil das ist ja so Projekte und so, ne? Kennt ihr ja. Projekt und so. So. Und was haben wir in der letzten Folge gelernt? Man sollte vielleicht, bevor es Nacht wird, bereits eine Unterkunft haben. Um nicht gleich von den erstbesten Zombies erledigt zu werden. Und dabei habe ich Zombies immer für so lächerlich gehalten, ja? Also, ist doch vollkommen egal, ist doch nur ein Zombie. Dachte ich mir so, und was war? War nicht vollkommen egal, war ein Zombie. Naja, vor allem wenn sie in größerer Anzahl auftreten, dann ist scheiße. So, Pilze können wir auch gleich mal mitnehmen. Reicht noch nicht ganz für eine Pilzsuppe, aber da hinten ist viel Sand. Aber, irgendwann reicht es dafür und dann haben wir eine Pilzsuppe. So, und da wir ja erstmal Basisausstattung, ich will trotzdem ein bisschen laufen. Ich glaube, ansonsten gibt es dann gleich die nächste Welt. Ne? Also wir wollen ja, uns soll ja nicht langweilig werden und so. Do. Ich habe mir mein Outro gar nicht richtig angeguckt. Muss ich ja glatt mal gestehen, dass ich das gar nicht so richtig mir angeguckt habe, ob es denn jetzt überhaupt noch passt. Oder ob ich da schon Dinge ändern muss. Hilfe. Bergschweine. Und eine Wüste. Oder? Na, einfach nur Sand. Einfach nur Sand. Ach ja. Nee, Schweine. Ich glaube, ich habe aber jetzt keine Large Biomes an. Ja, so ein paar Dinge habe ich denn doch an. Ich habe mal die Cheats an, dass man mal eine Zeit wieder zurücksetzen kann, falls es wieder übel wird. So, jetzt hier. Hier geht's los. Ding, ding, ding. Ja, das ist, das ist ganz schlau gewesen. Ding, ding, ding. So. Ja. Dies ist, wird ja immer schlauer. Weiß ja auch nicht, woher ich diese Konsequenz der Ignoranz nehme. Yep. Und jo. Ne? So, Spitzhacke. Weil wir haben ja diesmal nichts gefunden, ne? Also nichts heißt keine Fackeln, keine Bonustruhe. Von daher müssen wir ja traditionell anfangen, aber mit dieser ersten Kohle ist ja quasi alles schon klar. So, und dann hier ist ja auch eine Höhle, die werden wir gleich mal erforschen. Dafür brauchen wir bloß ein bisschen Stein, machen den Eingang hier zu, nennen das Ganze unsere Unterkunft und vielleicht finden wir ja sogar schon Eisen. Wir wollen ja die Sache jetzt etwas schneller angehen. Ne? Das hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Wir wollen nicht mehr so lange verweilen an einem Ort und ihn perfekt umbauen. Vielleicht ändere ich meine Meinung dazu nochmal, wenn ich den perfekten Berg finde oder was weiß der Teufel. Also wenn ich die perfekte Hut finde. Achso, ja. Und außerdem habe ich gelernt, ganz, ganz wichtig, also in modernen Let's Plays, ist ja Stimme verstellen können. Das machen ja total viele. Also von denen, die da mitspielen. Ja, ein paar auch wieder nicht, aber es sind mindestens drei, die mir jetzt spontan einfallen. Ich weiß auch nicht, warum man das tut, aber anscheinend kommt es an. Also dachte ich mir, kann ich auf meine alten Tage ja mal ankommen. Ne? So cool werden und so. Aber mal jetzt hin und wieder auch mal so die Quäke hier. Die Quäke vom Herrn. So, wie machen wir das denn jetzt zu? Ich würde mal sagen, so. Ach, ist das schöne Musik. So.
Vielleicht hätte ich vorher noch Fackeln machen sollen. 4 Fackeln. Erstmal nur. Dass nicht ganz so düster wird hier drin. So, eine Fackel gesetzt. Und das reicht eigentlich auch schon. So, kann man da noch ausgucken. Machen wir die nochmal weg. Und auch. Na, ein bisschen hübsch soll es ja auch sein. So, das reicht aber, um die Zombies draußen zu halten. Machen wir das hier oben noch wieder zu. Ja, machen wir den auf. Ja, ein bisschen Dirt bei haben. Dörte ist immer mit am Start. So, da kommen wir gleich zum nächsten. Ich hab da was grunzen hören. Sterbe ich gleich wieder? Ne, noch sieht's gut aus. So, Level farmen. Wir wollen enchanten, wir wollen alles. Auch wenn wir hier nicht in einer PvP-Situation sind, tun wir einfach mal so, als ob was wären. Und beeilen uns, Dinge zu tun. Ja, dafür bin ich am Anfang etwas zu entspannt rumgelaufen. Dafür, dass PvP sein könnte, wäre, würde. Aber ist auch real. So. Und wenn ich jetzt nicht so viel renne, müsste ich ja auch nicht so viel Hunger generieren, bekommen. So Zeug. Ne? So, noch eine Fackel. Ja, das sieht besser aus. Dann können wir schon mal 12 Fackeln wieder machen. Ja, ausgeleuchtet ist die Ecke. Hier grunzt es. Höhle. Achso, Höhle. Höhle. Da war ja was. So, Höhle. Ja. Ich habe ja noch nichts, was ich da oben ablegen muss. Ja, Creeper. Ja, genau. Creeper, Skelett, alles. Gib's mir. Also wirklich. So, damit hätten wir das Skelett erledigt. Ja, wäre schon mal gut. Vielleicht sollte ich mir doch noch ein Holzschwert craften, bevor ich hier weiter reingehe. Ich kann mir ja sogar schon ein Steinschwert machen. Machen wir uns mal noch ein Steinschwertchen. So, 1, 2, reicht schon. So, und kehren wir zurück zur traditionellen Anordnung der Werkzeuge. Ja, nehmen sie wieder auf, genau. Bisschen braves Inventar. So, den wollen wir nicht. Nicht. So. Ah ja. Die geht auch gleich kaputt. Also machen wir gleich mal so eine. Die Schaufel hält zwar noch ein bisschen, aber machen wir das dann auch mal gleich so. So. Die Inventory-Tweaks vermisse ich gerade. Aber kommt halt davon, wenn man so selten spielt. Nicht angucken. Och, ganz viele davon. Nicht angucken. Ja. Krass. Wie viele tummeln sich denn hier? Oh, Sandstone. Ja. So, ausgeleuchtet ist es fast. Wo können wir schon? Ah, da ist ein Skelett drin.
So, jetzt erstmal die Kohle. Kohle, 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 Kohle. Coal, coal, coal. To be more international. You know. Shit. So. Ja, und der Grundgedanke, nichts zu verschwenden. Nicht mal eine unvollkommene Holzspitzhacke. Ich weiß, ich könnte es und so. Und ich sollte auch, aber ist halt hart. Brauch mehr Holz. Und diesmal haben wir kein Schaf, also keine Schafe gefunden. Was wiederum heißt, dass wir, ja. Schreie, hier ging die Musik an. Sekunde. Flötet doch gerade ein bisschen laut. So. So. Ja, eigentlich. Kann das ja. Warte mal. Machen wir hier gleich richtig groß auf. Da ist ja ausgeleuchtet. Dann können wir da hoch wieder. Genau. So. Ja. Sehr schön. Das ist Sandstone, ne? Na gut. Scheiß auf den Sandstone. Nein, nein, ich guck dich nicht an. Ich guck dich nicht an. Ja, grunz mal ein bisschen weiter. Grunz uns was von morgen. Wetter Enterman. Enderman. Nicht Enter. This is no way of returning something. So, Ressourcen aus. Nein, ich hab dich nicht angeguckt. Das ist gleich der nächste. Gut, damit erkläre ich die Höhle hiermit für zu risikoreich, um hier weiter zu verweilen. Da unten will ich nicht. Oh, hier wird's Nacht. Gut, also eine Nacht müssen wir hier drin verbringen. Ist aber auch nicht schlimm. Wir müssen ja sowieso schon mal hier so ein Blablablab. Genau. So, Ofen machen. Stellen wir hier gleich mal hin und dann kochen wir uns gleich mal. Was? So, Ressourcen werden auch nicht so verschwendet. So, das kocht da. Hier ein Sandstone. Ja, sieht das nicht hübsch aus? Innenausbau 2.0. So. Na, gehen wir wieder runter. Wir hatten ja noch einen Teil Skelett mal. Da könnten wir ja mal gucken, ob das vielleicht dann eher so unsere Kragenweite ist, hier weiter runter zu gehen. Da ist es. Männer. Ui. Na? So, jetzt kannst du schon mal wieder hochkrabbeln. Ah, nee, kannst du. Doch, nee, kannst nicht. Ist zu tief. Ja, aber dass es uns nicht runterschießt. Wir haben das jetzt hin. Oh, da ist wieder eine Fledermaus. Fledermaus. Was für ein Gaumenschmaus. Was für ein Blödsinn. Lava ich hier wieder zusammen. Ah, da ist es. So. Na, gehen wir durch die Wand, ne? Das scheint mir das Sinnvollste zu sein. So.
Ja, nee. Ein bisschen Angst davor, dass es uns irgendwie runterschießt oder so weiter in der Art. Geh ich schon mal ein bisschen hier weiter rein. In die Wand. So. Runter. 2, 3. Ach, machen wir hier richtigen Gang raus. So. Gönnen uns ja sonst nichts. So, jetzt müssten wir unten sein. Nee, doch nicht. Doch, das war ein zu tief. Tja, also ich hätte jetzt noch umschalten können auf mein Schwert, das wäre noch besser gewesen, aber wir trainieren ja noch. Ne? So. Oh, und die Framerate droppt auf 29. Mann. So, da kann man jetzt runterlatschen. Das ist doch gut. Wir wollen ja Ressourcen sammeln. Zack. Die Musik. Scheiße. Haltet! Chubum! War auch schon mal besser.